das einfach trotzdem im Ohr jetzt, wenn ihr hier zuhört. Ich fange mal an, für alle Fans der katholischen Kirche, gibt es denn Fans der katholischen Kirche? Die kennen sicherlich das Ave Maria. Ave Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und dann wird es schön altdeutsch, nämlich du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Geht noch ein bisschen weiter, ich sage mal hier schon Amen. Diese Fans der katholischen Kirche, die kennen natürlich dieses Gebet von Maria. Die kommen heute auf ihre Kosten, weil es geht um Maria. Aber auch die Fans der Musik kommen heute auf ihre Kosten, vor allem die der Weihnachtspopmusik. Denn es geht nämlich auch heute um eine andere Maria, die sich mit H schreibt, nämlich Mariah, die mit uns ja hier, die uns hier ja heute zu Weihnachten natürlich einen immensen Hit beschert hat, nämlich eben dieses All I Want for Christmas is You. Beide Marias, Maria und Mariah, sind eigentlich, wenn man so will, die Superstars der Weihnachtszeit. Die eine, Maria, zu der kommen wir gleich noch. Ich fange dann mal mit der Mariah kurz an, euch die vorzustellen. Und Überraschung heute, ich habe sogar noch eine dritte Maria heute im Gepäck mit dabei. Also es wird noch ein bisschen spannend, wer das sein wird. Freut euch drauf, es wird sehr, sehr gut. Beide haben natürlich einen immensen Fanclub, wenn man das mal so bezeichnen will. Ne? Also eben aus der katholischen Kirche, die Menschen sind sehr, sehr stärker, denke ich, vertraut mit der Maria. Und natürlich alle musikalischen Fans natürlich sehr bekannt eben mit Mariah. Mariah, vielleicht mal kurz zu ihr, ein paar Fakten rauszuhauen. Sie gilt als die berühmt-berüchtigste Diva im ganzen Musikbusiness. So stand das mal irgendwo. Sie hat einen außergewöhnlichen Stimmumfang. Das muss man einfach mal sich vor Auge führen. Ja? Also angeblich schafft sie, oder es gibt sogar Nachweise, dass sie es geschafft hat, umfasst ihre Stimme 5 Oktaven. Also ein normaler Mensch, so wie du und ich, schafft normalerweise 2. Aber ich wollte noch ein bisschen Klugscheißer wissen, oben drauf setzen. Jetzt ist die Frage, wer hat denn den größten Stimmumfang in der Welt? Ja. Und tatsächlich ist so, auf den Top 5 der Stimmumfänge sind es 4 Männer und nur eine Frau. Und die eine Frau ist Mariah. Und der mit dem größten Stimmumfang ist, man glaubt es kaum, Axl Rose von Guns N' Roses. Unfassbar, der schafft noch ein paar Töne links und rechts mehr als Mariah. Immerhin, beeindruckend, ist ihre Karriere trotzdem, denn sie hat Musikgeschichte geschrieben, hatte 19 Nummer 1 Hits in den USA, wurde zigfach ausgezeichnet, 5-mal Grammy gewonnen, 200 Millionen verkaufte Tonträger. Und natürlich das erfolgreichste kommerzielle Weihnachtslied eben, All I Want for Christmas is You. Das war die eine Mariah. Dann gehen wir mal rüber zur anderen Maria. Ihr müsst den Kopf ein bisschen shiften, denn jetzt geht es tatsächlich um die Maria, in dem Fall um Mutter Gottes, Mutter Jesu. Der Weg der anderen Maria, die weltweit also als Mutter von Jesu verehrt wird, verläuft komplett anders. Sie wuchs wahrscheinlich, so viel hat man mal rausgefunden, eher in ärmlichen und einfachen Verhältnissen auf. Sie hatte wohl nicht unbedingt jetzt die riesen Voraussetzungen oder Talente mit an Bord, die man vielleicht zu einer Mutter von Jesus so eigentlich zutrauen würde. Und trotzdem hat sie es ja geschafft, zu enormem Weltruhm zu gelangen, wurde ja in sämtlichen kunstgeschichtlichen und kirchlichen Themen hineingepackt und begegnet uns ja auch tagtäglich überall an verschiedensten Orten und Stellen. Sie war vermutlich auch sehr jung, also man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich 14 war. Das war damals so das übliche Alter, mit dem man im jüdischen Kontext dann geheiratet hat. Vermutlich hatte sie auch dieses Alter, als sie da mit Josef unterwegs war. Verlobt war sie immerhin, aber halt eben laut Bibel noch nicht. Also war sie noch Jungfrau und war quasi auf dem Weg eigentlich zur Hochzeit. Was ist über sie zu sagen? Natürlich erstmal ihr unfassbar bemerkenswertes Vertrauen auf Gott und seine Versprechen, die ein Engel ihr kundgetan hat. Und ich nehme uns gleich mal mit rein, ihr dürft mal mit mir lesen, das steht ja im Lukas-Evangelium so beschrieben, was damals passiert ist. Die meisten kennen das sicherlich, weil man es im Rahmen der Weihnachtsgeschichte natürlich auch ständig liest. Trotzdem lest mal mit mir Lukas 1, die Verse 30 bis 35. Da erklärte er ihr, also er, muss man kurz sagen, wer ist denn er? Der er ist ein Engel, der Maria erschienen ist. Und er erklärte ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein
und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. So, ganz ehrlich, wir lesen diese Geschichte im Rahmen der Weihnachtsgeschichte, wir lesen die und denken, ja klar, alles klar, da war ein Engel, zack, bumm, Maria, du wirst schwanger, kriegst den größten Herrscher aller Zeiten, kriegst Sohn Gottes, er wird prächtiger sein und auf dem Thron sitzen von deinem Vater, also von Jesu Vater, man kennt ja diesen Stammbaum, der zurückgeht bis David. Du wirst auf dem Thron sitzen von David, wirst damit also herrlicher sein als das, was David damals geleistet hat. Das lesen wir hier so und haken das für uns innerlich so ab und denken, ja klar, ist halt so, ne? Da war halt ein Engel, zack, fertig. Ich glaube in dem Moment, wenn uns das so gehen würde, wenn mir das so gehen würde, ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Und jetzt muss man sich nochmal in diese Zeit damals reinversetzen. Wir reden A, nicht über einen Mann, sondern wir reden über eine Frau und B, wir reden nicht über eine Frau, sondern über ein Mädchen de facto, ja, mit 14 eher. Und wir reden in einer Situation, in einer äußerst prekären Situation, in der sich diese junge Dame befindet. Denn im damaligen Kontext war natürlich A, es äußerst ungeschickt, wenn du natürlich außerehelichen Geschlechtsverkehr hattest und dadurch schwanger wurdest. Das hatte für dich enorme Risiken, nämlich das Risiko, dass dein Mann dich verstößt, dass du damit eigentlich nie mehr heiraten darfst, dass du damit eigentlich fast schon gezwungen wirst, weil es eben keine soziale Vorsorge oder sonst irgendwas gab. Du warst also sozial eher geächtet, dass es dich fast schon in irgendwelche Hilfsarbeit, wenn es sogar in die Prostitution gezwungen hätte zur damaligen Zeit. Also das heißt, es ist ein immenses Risiko plus noch das Risiko, eigentlich für völlig verrückt erklärt zu werden, wenn du nämlich sagst, hey, da war ein Engel und ich bin durch einen Engel, durch die Ansage eines Engels nachher tatsächlich durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Also ich meine, schlechter kann es ja eigentlich nicht laufen, ja? Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Schlimmer kann es ja fast nicht kommen im Leben als so eine Ankündigung. Zum Glück, oder natürlich, weil Gott das bewusst so herausgefordert hat, hat er eine Maria vor sich, die mit dem umgehen kann. Und auch was vielleicht innerlich in ihr vorging, wissen wir nicht, können wir nur spekulieren, aber letztendlich hat sie sich dazu entschieden, einen Satz zu sagen und eine Antwort zu geben auf das, was der Engel ihr hier verkündet hat. Und das lesen wir mal miteinander ein paar Verse später. Da sagt Maria nämlich, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Was für eine unfassbare Antwort. Was für ein Glaube spiegelt sich da wieder. Was für ein Vertrauen Gott oder diesem Engel gegenüber spiegelt sich da wieder. Was für ein mutiges Herz kommt da zum Vorschein. Sie lässt sich komplett auf das ein und sagt als Antwort darauf, hey, lass mich in Ruhe, ja, also wirklich toll, aber nicht mit mir. Nein, sie sagt, okay, ich bin eine Dienerin des Herrn und ich beuge meinen Willen. Ich unterstelle mich Gott deinem Willen. Und wenn du mich gebrauchen möchtest für dieses Werk, dann bin ich bereit und ich nehme alle Risiken, die damit einhergehen. Sie wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie wird Josef drauf reagieren. Sie wusste nicht, wie wird ihre Familie drauf reagieren. Wie wird das Umfeld auf sie reagieren. Wohin geht das Ganze irgendwann in zig Jahren? Das wusste sie ja alle zu dem Moment noch nicht. Und trotzdem hatte sie sich hinstellen können und sagen können, ich bin hier, Gott, mach was mit mir. Sie war trotz all dieser Umstände bereit, Gott völlig zu vertrauen und den Worten des Engels zu glauben, dass es so eintreffen wird, wie er es vorausgesagt hat. Und das Tolle ist, dass sie sich dadurch Gott gefügig macht, ihr Leben ihm hingibt. Dadurch kann Gott seinen Heilsplan in die Tat umsetzen. Der Heilsplan Gottes ist ja, dass er selber einen Teil von sich hingibt und deswegen ja eben Jesus als die Person, die sowohl wahrer Mensch als wahrer Gott, letzte Woche haben wir es hier gesungen, wahrer Mensch und wahrer Gott,
Beides kommt hier zusammen. Du hast das Menschliche durch Maria und du hast das Göttlich-Geistliche durch den Heiligen Geist, beides in Jesus hineingelegt. Und der Heilsplan ist, dass Jesus dann irgendwann ans Kreuz geht, dass er für uns stirbt, dass er für uns alle Sünden und alle Trennung begräbt und aufersteht und damit den Tod und auch alle Krankheit, was damit zusammenhängt, besiegt hat. Dieser Heilsplan Gottes konnte in die Tat umgesetzt werden, weil Maria sich völlig hingegeben hat. Und da gibt es einen schönen Satz, der heißt, Maria ließ sich in Gottes Pläne platzieren. Und nicht andersrum, sie hatte nicht Gott in ihre Pläne platziert. Und das ist einfach mal so zum drüber nachdenken, wie oft geht es uns vielleicht so, dass wir versuchen, Gott in unsere Pläne zu integrieren. Ja, wir haben irgendwo einen Plan, wir haben was vor Auge, wir stellen uns irgendwas vor und dann beten wir darum, dass Gott es vielleicht segnet, dass Gott da drauf kommt, dass Gott Türe öffnet und Dinge möglich macht. Okay, Maria hat es anders gemacht, sie hat sich von Gott in seine Pläne integrieren lassen. Sie hat gehört und geschaut und hat den Engel wahrgenommen und hat darüber dann zu Gott gesagt, ich lasse mich in deine Pläne hinein versetzen. Sie wurde deswegen, denke ich, auch so bekannt, weil sie einfach Gott vertraut hat. Und auch wenn er ihr vielleicht was völlig aus ihrer Sicht Unmögliches aufgetragen hat, hat sie sich ihm trotzdem vertrauensvoll zur Verfügung gestellt. Und jetzt komme ich zurück zu Mariah Carey. Da ist die Geschichte etwas anders. Da ist die Geschichte so, dass sie sich ja tatsächlich eigentlich auf ihre Talente verlassen hat. Sie hat aus ihrer Kraft heraus, aus dem, was sie bekommen hat, auch da steckt natürlich ja irgendwo Gott dann drin, aber trotzdem hat sie sich aus ihrer Kraft heraus diesen Erfolg beschert. Es hat sowas von diesem American Dream, ja, also sie wuchs eigentlich auch eher in so einer Multikulti-Family auf, also der Vater hat sich früh scheiden lassen, da waren plötzlich noch andere Geschwister, die Mutter war Opernsängerin, da hat sie dann viel davon gelernt und. Egal, also jedenfalls, ihr Lebensweg war ganz anders und trotzdem hat sie es geschafft, so dieses American Dream-mäßig, so eher vom unscheinbaren Multikulti-Family-Kind hin zu einer Millionärin natürlich auch finanziell, aber auch ruhmmäßig erfolgreich zu machen. Und da frage ich mich dann schon auch, geht es uns manchmal genauso, dass wir eigentlich eher auf das vertrauen, was in uns liegt, dass wir eher auf das vertrauen, was uns anvertraut ist, also was in uns drin steckt, was Gott uns auch geschenkt hat, aber mehr aus der Sicht, wie es manchmal so üblich ist unter uns Menschen, dass wir nämlich denken, hey, du kannst es schaffen. Ja, das sind ja für uns auch dann meistens Vorbilder. Also wenn man so Wirtschaftsmagazine oder Wirtschaftszeitungen liest, dann wird ja immer wieder solche erfolgreichen Wirtschaftstypen da. Ja, also Jeff Bezos von Amazon oder der Apple-Gründer und so weiter und so fort. Also Elon Musk, die werden immer so dann stilisiert als die Helden, die es drauf haben und die natürlich unfassbar Erfolg haben. Und ich denke manchmal, das teasert in uns ja auch was. Ja, so der Motto, hey, du kannst es schaffen. Ja, du musst dich nur da reingeben und du musst nur deiner Idee nachgehen und du musst nur deine Vision leben und aus deiner Kraft heraus und streng dich an. Und so diese typischen Themen, die man so Land auf, Land ab dann einfach auch hört. Und ich glaube, da triggert in uns auch was, dass wir gern natürlich auch einen Sinn im Leben haben wollen. Ja, wir wollen ja auch irgendwo was Sinnvolles tun. Wir wollen ja auch irgendwo gebraucht werden. Und natürlich haben wir irgendwo auch das Streben in uns, zu sagen, wenn ich mal nicht mehr bin, sollen die Leute trotzdem noch an mich denken. Aber die Wahrheit ist doch, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass wir manchmal doch oft das Gefühl haben, eigentlich ohne Sinn im Leben unterwegs zu sein. Und dass die Dinge, die wir von unserer Arbeit her kennen oder von anderen Themen her kennen, irgendwann vielleicht auch ihren Reiz verlieren und nicht mehr unbedingt dazu beitragen, dass ich mich deswegen sinnvoll und gebraucht fühle. Ich glaube immer mehr, dass wir erst dann unseren Sinn im Leben tatsächlich finden, wenn wir aufhören aus eigener Kraft zu leben, aus eigenen Motiven etwas erreichen zu wollen, sondern eher dann, wir einen Sinn im Leben finden, wenn wir es ähnlich machen wie Maria, indem wir unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen. Für mich persönlich gibt es keinen größeren Sinn und es gibt auch für mich nichts Schöneres als bei jemandem dabei zu sein, der sein Leben Jesus gibt. Ich arbeite wirklich gern, ich arbeite auch nicht gerade wenig, würde ich mal sagen, und mein Job macht mir irrsinnig viel Spaß.
Aber ich kann trotzdem sagen, es gibt für mich nichts Schöneres, als erleben zu dürfen, dass du durch Gott gebraucht wurdest, einem anderen Menschen die frohe Botschaft bringen zu dürfen, der daraufhin sagt, okay, ich habe es begriffen und ich gebe mein Leben Jesu. Das ist für mich das Schönste und das ist für mich auch das Einzige, was Sinn im Leben stiftet. Nämlich sich von Gott gebrauchen zu lassen, dahingehend sein Wort auf dieser Welt auszubreiten. So, jetzt kommt die kleine Überraschung aus der Box, nämlich ich habe noch eine dritte Maria aufgetrieben. Diese Maria, die nennt sich Maria Prean, vielleicht kennen manche sie, ich finde sie Weltklasse. Und sie hat tatsächlich, ich habe einen Schnipsel gefunden von knapp 3 Minuten, den ich mit euch gerne angucken würde, wo sie eigentlich genau das auch nochmal auf den Punkt bringt, was wir heute Morgen hier als Thema haben. Schaut mal bitte hier mit rein. Ja, danke, dass ich heute eingeladen bin hier zu diesem Halleluja-Event, eines meiner liebsten Worte. Denn wirklich, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann wird unser Leben ein Halleluja-Leben. Und ich soll euch sagen, was mich von Gott am meisten begeistert. Ja, da werden viele Punkte, aber eines ist, dass er mir dauernd die Klassenzimmer ändert und auch die Lehrer, aber immer die gleiche Botschaft. Vertraue mir. Und dieses Vertrauen, also Gott kann 2 Dinge nicht tun. Er kann nicht lügen und er kann die nicht enttäuschen, die ihm voll und ganz vertrauen. Aber hundertprozentig, ja. Da geht's nicht, da ist kein Wenn und Aber dabei, sondern Herr, hier bin ich stelle mich dir zur Verfügung. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf 0 reduzieren, aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir Freude. Das wird er hundertprozentig machen. Er sucht Menschen, die ihn mehr lieben als alles andere und Menschen, die Sünde mehr hassen als alles andere. Und mit denen kann er die Welt verändern. Und das ist dann ganz gleich. Gott hat auch keinen Respekt vor Geburtsscheinen. Er auch nicht, ob das ein Weiblein oder ein Männlein ist, sondern er schaut aufs Herz. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann kann er mit uns das Unmögliche vollbringen. Und ich würde euch sehr raten, mich einmal in Afrika zu besuchen, in Uganda, wo er mich vor 20 Jahren hingeschickt hat. Und ich hatte keine Ahnung, was er vorhat. Er hat nur gesagt, ich schicke dich als Segen. Und heute, nach 20 Jahren, habe ich 14.000 Kindern die Schule ermöglichen können, habe 850 Mitarbeiter, 300 Hektar Land zu verwalten und es wächst und wächst und wächst. Und ich komme aus dem Staunen selbst nicht heraus. Aber das Geheimnis ist, als ich runtergekommen bin, wollte ich gleich mal wieder zurückfahren, weil ich gesagt habe, wo hört man da auf und wo fängt man da an? Die Not ist so groß. Und dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Sehr beruhigend, ich war so klein mit Hut. Und dann habe ich gesagt, was soll ich dann tun? Dann hat er gesagt, nur jeden Tag, was ich dir zeige, der Rest ist mein Problem. Und das mache ich jetzt und ich bin total schockiert, was Gott mit diesem täglichen kleinen Gehorsam macht. Wenn wir die Schritte gehen, die er uns jeden Tag zeigt, das Ergebnis ist umwerfend. Und ich kann immer nur sagen, danke, danke, danke. Vor einigen Jahren habe ich den Herrn gefragt, wie kannst du mich als alte, das dürft ihr nicht sagen, okay, als alte Schachtel verwenden, sowas aufzubauen. Dann hat er gesagt, du stehst mir nicht im Wege. Aha, habe ich gesagt, Herr, da bin ich jetzt blöd dazu. Herr. Und dann habe ich ein großes Lächeln gesehen. Der Herr ist in den Schwachen mächtig. Die erkannt haben, dass sie es nicht haben, nicht sind und nicht können, aber Christus in ihnen die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Und das ist mein Lebensweg und ich freue mich schon, denn das Beste liegt immer noch vor mir. Das Beste ist, wenn wir abzwitschern dürfen in die Herrlichkeit, denn kein Auge hat gesehen, kein Ohr gehört und es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Tschüss, wir sehen uns spätestens im Himmel. Shalom. Sensationell, ich liebe Maria Prean, tatsächlich unfassbar, ich finde das genial, die Frau ist über 80. Und es gibt eine schöne Anekdote, die ich schon oft erzählt habe und ich finde sie immer wieder geil. Sie war schon jahrelang, also tatsächlich auch vollzeitlich im Dienst mit Gott unterwegs. Dann war sie Mitte 60 und hat irgendwann gesagt, Lord, shall I retire? Also nach dem Motto, ne, kann ich jetzt in Rente gehen? Ich war jetzt quasi, bis ich 65 bin, in deinem Dienst. Shall I retire? Und Gott hat zu ihr gesagt, no Maria, refire. Also fang nochmal ganz neu an. Und das war dann der Beginn dessen, dass sie dann tatsächlich nach Uganda gegangen ist und halt heute dort ein riesiges Werk aufbauen durfte.
und nach wie vor aber, und das finde ich beeindruckend, in dieser ganz klaren Haltung bleibt, Gott, gebrauche mich. Und jeder Tag bringt was Neues. Ja, ich bin gar nicht so selbst unterwegs im eigenen Planen und Tun und Machen, sondern sie lässt sich Tag für Tag davon Gott leiten. Da gibt es tolle Predigten, tolle Botschaften von ihr. Lohnt sich da mal ein paar Sachen anzuhören. Zurück zu unserer Maria, zurück zu unserem Punkt heute Morgen. Ihr habt es gehört, genau das, was diese Maria hier ausdrückt, drückt auch unsere Maria in der Bibel aus. Nämlich beide Frauen, beide Marias zeugen davon, dass sie ihr Leben Gott hingegeben haben. Und es hat eine ganz eigene Schönheit. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr das angehört habt. Für mich hat das eine ganz eigene Schönheit, wenn jemand sagt, ich gebe mein Leben Jesus hin und er darf durch mich tun, was er möchte. Und es sind eben nicht die Talente, es sind nicht die Fähigkeiten, es ist nicht das Können und das eigene Planen und das eigene Wollen, sondern beide Marias haben davon gelebt, dass sie ihr Leben hingeben und sagen, Gott, wirke du durch mich, gerade weil ich nicht kann und weil ich vielleicht manche Dinge überhaupt nicht beherrsche und von denen auch gar keine Ahnung habe, kann Gott sich trotzdem dadurch verherrlichen. Und deswegen möchte ich euch zum Schluss einfach diese Frage zurufen, wie geht's euch damit? Ich glaube, dass Gott auch heute nach wie vor natürlich Menschen sucht, die sich ihm genauso zur Verfügung stellen, die genauso bereit sind, seinen Willen zu tun, die genauso bereit sind, Gottes Plan zu folgen und nicht andersrum eigene Pläne zu verwirklichen und Gott darum zu bitten, dass er unsere Pläne verwirklicht. Und deswegen frage ich dich einfach heute Morgen, bist du bereit, dein Herz diesem Gott zu schenken? Bist du bereit, ihm zu vertrauen und zu sagen, ich lege mein Leben hin, ich lege meine Pläne hin, ich höre auf das, Gott, was du tun möchtest durch mich. Bist du bereit, dass er dich in seine Pläne einbinden darf? Und auch wenn du noch nicht genau weißt, wie das alles vielleicht ausgeht und wo es hinführt und was das noch für Konsequenzen in deinem Leben haben wird, trotzdem treu und vertrauensvoll zu sein, demütig zu sein und zu sagen, ich lege mein Leben hin. Und dadurch, und das wäre die Frage, bist du bereit, dass er dadurch Menschen in deinem Umfeld die frohe Botschaft bringen darf? Bist du bereit, dass du Salz und Licht sein darfst, wie Jesus das mal formuliert hat? Salz und Licht sein darfst für dein Umfeld? Bist du bereit, eine Aufgabe anzunehmen, dir eine Aufgabe anvertrauen zu lassen? Egal, wie viel Talent du hast und egal, was du dir selber zutraust. Ich hoffe, dass wir miteinander sagen können, ja, ich bin bereit. So wie Maria es damals gesagt hat, hier bin ich, Gott, deine Dienerin und dein Diener. Beuge mich und deinen Willen, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden. Und genauso steht es auch in Marias Text, All I want for Christmas is you. Und vielleicht können wir uns das einfach gedanklich mal in Gott hineinversetzen und vielleicht sagt Gott euch das zu durch dieses Lied. All I want for Christmas is you. Wer merkt oder wer spürt heute Morgen, dass es hier in seinem Herz pumpert und pochert, den lade ich herzlich ein, trotz aller Corona-Abstandsmaßnahmen, möchte wir trotzdem Gebet anbieten. Und heute sind Josef und Maria, sage ich schon. Nein, Joe und Gabi sind da heute Morgen. Die würden natürlich nachher hier vorne bereitstehen. Wenn du sagst, ich habe da was auf dem Herzen, jetzt zum Thema oder auch darüber hinaus, dann nutz diese Möglichkeit, einfach mit jemandem gemeinsam dazu ins Gebet zu gehen. Ich schließe mit einem Gebet, pack das einfach nochmal mit rein. Wer möchte, darf das auch gerne innerlich nochmal mitbeten. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns begegnen möchtest, dass du einen Plan hast für diese Welt und dass wir teilhaben dürfen an diesem Plan. Und du möchtest uns gebrauchen, gerade und vielleicht auch, weil wir nicht unbedingt auf unsere Kraft vertrauen und auf unsere Fähigkeiten, unser Lossetzen, sondern weil wir sagen, wir geben unser Leben dir hin. Wir beugen uns unter deine Gedanken, unter deine Pläne, unter deinen Willen, so wie Maria das damals getan hat. Und daraus kann was Großes wachsen, daraus kann was wachsen, um Menschen zu erreichen, in unserem Umfeld Salz und Licht zu sein, ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Ich bitte dich, Herr, öffne uns die Augen, wo wir noch mehr uns
demütigen dürfen, wo wir noch mehr uns hingeben dürfen. Offenbar du das, Heiliger Geist, in unser Leben hinein, zeig uns das, wo wir noch Dinge in uns tragen, die dir den Weg versperren, die deinem Wirken den Weg versperren. Danke, Herr, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du uns liebst und uns gebrauchen willst. Amen.